Dann würde ich mir das Exorzieren von Gotongis und anderen Dämonen würde ich mich extra bezahlen lassen. Wow. Ja, wenn du für 7 Dukaten auf dem Schiff angeheuert bist, kannst du das schlecht machen. Du Ja, kannst das ist jetzt. definitiv nicht im Preis drin. Nee. Was? Wie? Das ist definitiv nicht im Preis drin. Bei 7 Dukaten am Tag kannst du nicht erwarten, dass der auch noch Gotongis exorziert. Johnny, wo denkst du nur hin? Doch viel zu viel Belastung für den Herrn. Was Allerdings müssen warum, wir verdient, nee, warum sagen, die verdient der 7 Magier den Dukaten 7 werden für Dukaten, wenn er seine. nichts dafür tun muss an Der magischer Leichenhaltung? Sarkasmus lief Hey, jetzt irgendwie an jetzt, dir vorbei, die oder? 7 Dukaten werden einfach dafür bezahlt, dass der Typ dasteht und die Leute wichtig anguckt und sagt, ich bin Magier. Und dann sagen alle, herzlichen Glückwunsch. Ja, da Mit kann dieser ich aber nach Erkenntnis haben der wir jetzt nicht Logik müssen gerechnet. wir auch ihm was abziehen dafür, dass er Scheiße baut, wie zum Beispiel Chaos verbreiten auf dem Schiff. Da kann Also ich ich aber auch sagen. für 5 Taler am Tag einen Deppen kriegen in Kontiom, dem ich einfach eine Robe einziehe und der selber tut. Ich wollte gerade sagen, das will ich nämlich machen, als Bettler, mich verkleiden als Magier und dann sagen, herzlichen Glückwunsch, ich bin Magier, bezahlen Sie mich bitte. Ich meine, wenn du auf Kommando so gut zaubern kannst wie die anderen beiden, dann glaube ich dir sogar. Nee, ich sage, ja, ich habe gerade keine astrale Kraft mehr. Die habe ich für. Wunderbar, du hast den Job, du klingst wie die anderen beiden. Die hab ich zum Heilen der Besatzungsmitglieder benutzt. Oder ich warte, ich wirke ein Ode Malkanum. Nee, hier sind keine Golga, keine Dinge zum. Hier sind keine Golgariten. Du rufst einfach vor dich hin, so ein paar Worte, so Hula Hula Hula. Nee, hier sind keine Gotongis. Genau. Simsalabim, Kadamanadin, Kolumulalatam. Katschingadagung. Es Keine gibt eine Schmuckgondis. Profession, die genau sowas macht. Die nennen sich Scharlatane. Ja, aber die können ja zaubern. Ich dachte, die heißen Hellsichtmagier. Die sagen immer irgendwas, tun sie, als wenn sie zaubern würden und behaupten am Ende, da war nichts. Also die einzige, die Ich hab da nichts einzige, mit. die einzige Ich dachte, die Profession. meinen sich Antimagier. So eine halbe Stunde, nachdem der letzte Zauber losgegangen ist, haben die Irren endlich mal durch und sagen dann, ja, hier wirkt jetzt keine Magie mehr. Also die einzigen Zauberer, die das wirklich machen, da so zu behaupten, ey, wir sind Zauberer, aber sind gar keine Zauberer, sind die Wind- und Wettermagusse aus Torval. Behaupten dann auch immer da mit ihren ganzen Aberglauben-Scheiß und so weiter, ja, hier, ich habe gerade dafür gesorgt, dass der Wassergeist besänftigt worden ist, indem Sag mal, ich ihn. zahlt Ahmad eigentlich keinen Tempelzehnt? Oder muss er den nicht zahlen, weil er ja im Grunde der Tempel ist? Das ist eine gute Frage, damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Ich glaube aber, dass Rondra-Geweihte natürlich kein Tempelzehnt bezahlen müssen. Würde irgendwie Sinn machen, weil wozu nehmen sie Tempelzehnt ein, wenn sie ihn dann selbst bezahlen müssen? Ömer ist richtig ausgesprochen, oder Johnny? Ömer? Ömer, genau. Ömer, okay, gut. Damit er jedes Mal, wenn ich Ö sage und nicht weiter weiß, sagen kann, ja, hier bin ich. Also ich denke einfach mal, dass. Mehr meine ich natürlich. Die Schlange sieht aus wie ein Pokémon. Die Schlange ist ein Pokémon. Dann habe ich jetzt Schuldgefühle. Du solltest sowieso Schuldgefühle haben. Weißt du, was so ein Spiegel kostet? Ach, dein scheiß Spiegel kann nicht mal. Ich habe eh kein Geld mehr. Mach dir keine Hoffnung. Immer. Ich lass anschreiben. Ich hab. Ich ja, du wirst das nächste Mal einfach kein Geld mehr ausgezahlt bekommen. Ja, das ist dann ja das nächste Mal. Da mache ich mir dann drüber Sorgen. Du brauchst eine neue Robe. Wenn du noch so lange lebst. Nee, ich knall erstmal alles in alle Kirchen raus. Großzügig. Muss mich weit absichern. Das ist übrigens das erste Mal, dass hier diese ganzen Roben und so weiter irgendeinen regeltechnischen Sinn haben. Jetzt Nee, immer das, ja. Das kannst du doch immer machen, das steht doch für die Der Feri hat das schon von vornherein gemacht. Aber du kannst es normal nicht frei bestimmen. Es gibt nur 4 und 5 Roben, von denen die 4 auf irgendwas Erleichterung geben. Das ist Ja. richtig. Eine für Beschwörung, eine für Einfluss und Herrschaft, eine für Form und hast du nicht gesehen und eine für weiß ich nicht mehr. Das ist Im richtig, Augen aber spiele ich keine Magier. bei 60 Dukaten sage ich einfach, das lasse ich mal zu. Ja, ich denke, das ist schon durchaus angemessen. Also es sind keine Solche 6 Roben auch Dukaten, für. sondern 60 und das ist schon krass viel Geld. Solche Roben auch für Rondra-Geweihte? Nein. Ja, die nennen sich Wappenrock und die machen, dass andere Leute dich als Rondra-Geweihte erkennen. Das ist ja langweilig. Da bin ich ja sowieso gerade auf der Suche nach einem Wappenrock. Die Wachen werden dir bestimmt helfen. Hoffentlich. Also für Geweihte kostet die Robe sogar nur 45 Dukaten. Weil für Magier ist das 1,5 bis 2-fache. Ich glaube für. Obwohl, nee, für Geweihte ist es noch günstiger. Ich habe jetzt einfach mit dem Zweifachen gerechnet. Weil. Läppchen. Mit weg und so, was weiß Ach ich. fuck, ich hab ganz vergessen, dass ich nackt bin und meine Kleidung verbrannt wird. Und jetzt kaufe ich mir für 2000 Dukaten, für 200 Dukaten Dingens. Du sitzt im Knast, du kannst gar nichts kaufen. Ja, aber ich kaufe mir trotzdem für 200 Dukaten Reis, weil ich das so im Forum geschrieben habe. Das heißt, ich kann keinen Wappenrock kriegen. Ja, du könntest auch die 200 Dukaten behalten und wir kaufen dafür Reis aus der Gruppenkasse. Sehr langweilig. Aber ich glaube insgesamt besser. Ich glaube, er will einfach selber Reis kaufen, damit die ihn feiern und nicht uns.
Richtig. Ich weiß, er hat keinen Bock, den Rumpf zu zahlen. Nicht mich, die Rondra Kirche. Das ist wichtig. Kleiner, aber feiner Unterschied. Ich meine, der Plan, vor ewigen Zeiten war der Plan ja mal, hey, überfallen Helmenfort, die haben bestimmt Nahrung auf Halde. So hatten die keine Nahrung auf Halde. Ich glaube, das Problem ist, dass sie die Feuer-Gin momentan nicht wieder mit in die Arche reinnehmen können. Klar, die Fee hat keine Kontrolle über die Arche. Ja, aber willst du ihr Geschrei hören? Juckt doch keinen. Schreit die halt ein bisschen herum. Für einen Magier, Mann. Ich weiß ja nicht mal, dass da eine Fee ist. Ja. Und? Ja, für mich ist das ein Stück Holz, das Schiff. Ist mir ziemlich egal, was das ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du das Holz nicht für Holz hältst. Sondern für irgendwelchen Agrimod-Shit. Wieso? Ich glaube, er meint die Feuer-Gin. Meint den Feuer-Gin. So. Ich meine die Dämonen-Arche. Ja, die ist snitchig. Was soll das denn bedeuten? Keine Ahnung, vielleicht, dass sie uns alle töten will, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten. Ja, natürlich will sie das. Ich meine, Perenjane will nicht, aber Exiliste will auf jeden Fall. Exiliste weiß ganz genau, dass sie nicht aus dem Ding raus exorziert wird. Warum eigentlich nicht? Das verstehe ich immer noch nicht. Die zu verholzt ist. Das geht nicht mehr. Weil erstens, weil sie verholzt ist. Zweitens, weil sie evil ist. Drittens, weil ihr Vater sie nicht haben will. Aber Perenjane ist auch verholzt. Ja, aber auf ihren Kopf ist eine Belohnung ausgesetzt. Keine Ahnung, wir sind scheinheilig, lass mich. Also beide befreien. Nein, das kam schon mal auf. Irgendwie Kohlrab meinte, dass man nur die eine befreien könnte. Ja, aber warum? Weil Kohlrab das sagt, keine Ahnung. Ja, aber die andere, vielleicht das Ding ist, dass wir noch nicht wissen, ob man die andere befreien kann, weil wir noch nicht genug Zeit dafür investiert haben, das zu erforschen. Erstmal müssen wir dafür sorgen, dass die Arche lang genug lebt. So, die ist doch jetzt eigentlich ganz happy mit sich selber, oder nicht? Ja, wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht irgendwie vorrudert sind. Auf einmal kommt die Plagenbringer und sagt nom 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 und wir sind am Arsch. Eigentlich bräuchten wir noch so einen Nekromanten, der die Seeschlange wieder erweckt. Und dann hätten wir so einen Schlangenkopf, so einen Seeschlangenkopf an der Seite von unserem Schiff, das nach allen Schiffen beißt. Aber wenn die Seeschlange ist gar nicht tot. Ach, die ist gar nicht tot. Die lebt doch noch. Die muss doch leben als Niere. Ja, perfekt. Wir haben ihr nur die Seele rausgerissen. Perfekt. Also Maul guckt ja mal so seitlich raus, am zu brüllen das mal so ein bisschen. Ey, also Ahmad wird nie wieder schlafen können. Keine Sorge, wir haben dem Vieh die Zähne gezogen zum Verkaufen. Nachdem was wir alles geleistet haben, kann von uns sowieso niemals jemand irgendwie noch schlafen. Außer er hat der Geile im Namen. Ich schon, ich bete zu Boron, mir geht's wunderbar. Peter, ich spende so viel ich kann an alle Kirchen, in Hoffnung. Deswegen geht's mir trotzdem nicht besser. Du musst mehr spenden, das kann ich dir sagen, das hilft. Ich habe meinen ganz normalen Tempel Zehnte abgegeben. Was willst du eigentlich? Ja, du musst 5 Zehnte abgeben, ab da lohnt sich's eher. Was? 5 Zehnte? Ja, so viel gebe ich auch ab. 8 Zehnte. Ja, hör mal, Herr Akolot, kann nicht jeder nichts zu kaufen haben. Ich finde das ja sowieso so lächerlich, dass Eldern hier 2 Tage sich mit Fürchtepreios unterhält und dann direkt die Preios-Akolutenschaft anstrebt. Ich hätte auch Akolot werden können. Ich habe nur die Eigenschaften nicht und nicht den Willen. Ja, weil du ein Lappen bist. Ich glaube auch nicht, dass ich die Eigenschaften habe, um Preios geweihter zu werden. Das juckt ja nicht. Akolot zu werden, musst du die Eigenschaften noch als niedriger haben. Schade, lass es nämlich nachschauen. Aber er will auch kein Preios geweihter werden, weil dann halt einfach mal 8000 HP in der Tonne sind. Ja, bei mir sind es 4000. Ansonsten. Er wird einfach Pfeil des Lichts. Ja, dann darfst du auch Dämonen beschwören. Ich glaube, auf die Pfeil des Lichts beschwören kann er Dämonen. Nee. Die machen vieles, aber die beschwören keine Dämonen. Du musst den Ignifaxis nur hochsteigern und den Transversalis, dann kannst du, und den Guardianum. Dann kannst du schon Pfeil des Lichts werden. Du musst halt einen einwandfreien Leumund vorweisen und war mal in Inquisitionsgefangenschaft, macht sich auf so einem Lebenslauf jetzt nicht gut. Ach, Salofusli schaut aber bestimmt drüber hinweg in so ein Bewerbungsgespräch. Ich glaube, wenn Salofusli redet, schaut über niemanden hinweg, so klein wie der ist.